Es ist Episode 6 oder 7, meine ich, vielleicht auch 5, vielleicht habe ich mich wieder verzählt, bei FTL. Und wir kommen gut voran mit unserem Zoltan-Cruiser, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so einfach wie vorher. Wenn... Ah, toll. Das ist ja dasselbe Schiff wie eben. Diesmal bin ich aber schlauer, ich weiß ja schon jetzt, was kommt, deswegen gehe ich sofort auf ihre... Auf ihr Drohnensystem von mir aus mit meinem... Laser... mit meiner Rakete und mein Laser wieder wie üblich auf das Schildsystem. Und dann time ich aber meine Schüsse gleich richtig. Ich glaube sogar, die haben hier Level 2 Angriffsdrohnen. Und so, treffen die mal. Jawohl, sehr schön. So, das nächste Mal muss ich meine Schüsse besser timen. Also, was ist besser? Ich muss überhaupt erstmal timen. Okay, ihre Drohnen sind auf jeden Fall jetzt weg. Die Rakete schießt hier nochmal aufs Drohnensystem. Jetzt brauche ich die allerdings nicht mehr. Und jetzt kann ich mir nochmal die Schilde vornehmen und ein bisschen beamen. So, okay, das war wesentlich einfacher hier. Wenn man nämlich die zweite Iteration der Laser-Halberbeam-Kombination besser timet. Fantastisch. Und ich überlege jetzt hier mal weiter mein Engine-System auszubauen. Ansonsten. Oder mein Schildsystem. Ich glaube, ich nehme das Schildsystem. Das ist wahrscheinlich sinnvoller. Und weil ich noch genug Zeit habe, springe ich hier erstmal hier hoch. Vielleicht ist da etwas Tolles. Vielleicht eine Waffe oder so. Ah, wir können Fuel kaufen. Für ein bisschen Scrap. Das würde ich sagen, machen wir. Das ist ein guter Preis. Im Gegensatz zu dem Raketenverkauf-Dingens-Angebot von vorhin ist das hier ein gutes Angebot. Und das greifen wir natürlich an. Oh, sie haben eine Drohne, das ist natürlich nicht schön. Das ist nicht gut. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich greife mal diesmal hier. Oder nee, ich nehme einfach meine Drohne. So. Obwohl, na, vielleicht wäre es besser gewesen, eine Rakete zu benutzen. Denn Drohnenparts sind teurer als Raketen. Und, naja, gut. Aber die Entscheidung ist gefallen. Und mit ein bisschen Glück kann ihre Rakete nicht ganz so viel Schaden. Oh nein, ihre Rakete wird wahrscheinlich viel Schaden anrichten. Boah, genau, weil sie nämlich trifft. Glücklicherweise ist ihr Raketensystem jetzt deaktiviert. Aber diese Rakete, die hat auf jeden Fall mal ordentlich reingehauen. Nicht gut. Nicht gut. Komm schon. Jawohl. Tja, was gibt's zu sagen? Nichts, denn sie sind dahingeschieden. So, 25 Scrap, Hätte mehr sein können, hätte weniger sein können. Ich investiere sofort in das Schildsystem. Hätte mich vor der Rakete auch nicht bewahrt, aber... Oh, da ist ein Distress Call, aber das schaffe ich nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr, weil im nächsten Schritt, wenn ich jetzt zu dem Notruf springen würde, würde ich es nicht mehr in den Exit schaffen. Oh, aber da helfen wir natürlich hier nochmal nach. Oh, das ist ein böses Schiff. Da gehen wir gleich mal auf die Waffensysteme. Ein böses Schiff ist das. Und ich überlege, wenn ich hier unten lang ziehe. Genau, das mache ich auch so. Nee. So. Oh, ich komme hier kaum noch klar mit den ganzen Zahlen für die ganzen Waffen. Ich drücke nämlich ganz gerne, also ich klicke ungern, das habt ihr jetzt auch schon gesehen, unten an die Icons, um die Waffen zu selektieren, sondern ich mache das mit 1 bis 4. Das ist mir irgendwie lieber. So, jetzt, bam, 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 und Laser. Genau, fantastisch. Jetzt ist ziemlich viel von ihnen deaktiviert. So, Rakete, du darfst jetzt wieder schweigen. Und das Hall-Laser darf jetzt wieder aktiv werden. So, und jetzt nochmal auf die Waffen und hier lang. Und das sollte es gewesen sein. Fantastisch. Also mit gutem Timing ist das Ganze hier noch ganz akzeptabel. Oh, schön. Cool. Und zwar hat der Captain von dem... Oh, das ist schick. Der Captain von dem anderen Schiff hat uns angeboten ein... das ist wirklich cool. Hat uns angeboten, als Ausgleich für unsere Hilfe, wir haben denen ja geholfen, dieses Ding jetzt zu installieren, eine Ionenbombe. Und ich überlege, ob ich lieber die nehme, statt den Pikebeam. Mal überlegen, weil der Pikebeam, obwohl es vielleicht
besser ist, den einfach gegen die Rakete auszutauschen. So, machen wir das mal so. Der macht nämlich 4 Ionenschaden. Das bringt selbst große Schilde zur Verzweiflung. Hoffentlich. Und das Einzige, was ich mir jetzt wünsche, ist einen Shop zum Reparieren. Dann würde ich mich wieder gut fühlen. Genau, mal gucken. Rock Homeworlds. Das heißt, wir sind jetzt im vorletzten Sektor. The Last Stand kommt danach. Ich bin sehr überrascht, dass wir so weit kommen mit dem ersten Versuch des Zoltan-Schiffs. Aber bin natürlich positiv überrascht. Also wir springen jetzt mal runter, weil unten 2 Gefahren auf uns lauern und 2 Gefahren versprechen mehr Scrap als eine Gefahr. Boah, das ist mal ein fettes Schiff. So eins hätte ich auch gerne. Okay, was haben wir denn hier? Vielleicht ist das so eine Quest von den Rocks. Mal gucken. Wir werden sofort benachrichtigt von diesem Schiff hier. Ah ja, genau, sie sagen, fragen uns irgendwie, ob wir dieses Schiff sind, von dem sie gehört haben, was die Föderation beschützt oder was? Und sie beleidigen uns, sie sagen, dass wir mit diesem Müllhaufen, ob wir wirklich erwarten, mit diesem Müllhaufen irgendwie zu überleben. Ah ja, genau, und wir sagen jetzt mal, ja, wir glauben, dass wir stark genug sind, oder wir werden eben sterben. Genau, und die anderen Antworten wären, wir sind stark genug, um euch zu zerstören, oder wir können sie ignorieren. Wir sagen jetzt mal, ha, wir versuchen's. Okay, sie bieten uns an, dass sie uns helfen. Ganz interessant, wir müssen uns aber erst beweisen. Und wir sollen sie jetzt woanders treffen. Oh, da oben, da springe ich natürlich sofort hin. Das sieht jetzt ganz nach der Rock-Quest aus, wo man dieses Rockschiff freischaltet. Oh, das wäre so cool, wenn wir das schaffen. Ah, you find a disabled rock transport, also ein Transportschiff der Rocks. Ich würde sagen, normalerweise würde ich dieses Schiff auf jeden Fall auseinandernehmen. Das ist unser eine Angebot hier. Aber weil wir ja gerade auf dem Weg zu dieser Quest sind und vielleicht ist das ja, vielleicht müssen wir uns so ihr Vertrauen erschnüffeln, ja, lasse ich die jetzt mal alleine. Okay, und es wurde jetzt gesagt, dass die Rock People, also die Rocks, da ist was Gefährliches bei dem. Ja gut, okay, dann wir versuchen es trotzdem. Es ist hier leider kein Shop in der Nähe, wo ich zuerst hin könnte, um mich zu reparieren. Springen wir mal hin. Vielleicht ist es jetzt auch schon das Ende des Spiels, aber immerhin. Okay, mal gucken. Wir kommen also an und sehen, dass dieses Schiff da, ein M-Class-Star, sehr gefährlich ist. Sieht auch sehr imposant aus. Und das andere Schiff kommuniziert mit uns. Okay, und sie sagen, na, mal gucken, wie lange euer Schiff diese Hitze aushält. Und wir müssen... Aha, interessant. Das andere Schiff haut jetzt ab und wir müssen so lange diese Hitze durchhalten, wie es nur geht. Aha. Das verstehe ich nicht. Und müssen wir jetzt... Wir müssen gegen die kämpfen. Oder was? Ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich aktiviere schon mal meine Angriffsdrohne. Und meine Ionenbombe. Genau. So, also ich nehme mal an, dass wir die einfach besiegen müssen oder bis auf einen gewissen Grad runterschießen müssen. Und dann haben wir unsere Kampfstärke bewiesen. Hoffe ich zumindest. Und platzieren eine Ionenbombe in ihre Waffensysteme, würde ich sagen. Denn ihre Schildsysteme, da sollte ich eigentlich auch so durchkommen. Und schieße mit meinem Beam hoffentlich von ihrem Waffensystem durch ihr Verstecksystem zu ihrem Schildsystem über ihr Engine-System. Wenn das klappt, wenn dieser Schuss klappt, hätte ich auf jeden Fall eine Menge gewonnen. Mein Schild ist schon weg. Okay, da kommt... Okay. Das wird wirklich spannend. Charlie und Ariel kämpfen mal gegen die Rocks in der Medbay und ich muss die mal hochpowern, während ich hier das Feuer im Zaum halte. So, ja, leider muss Charlie jetzt durchs Feuer gehen. Boah, hoffentlich halten die das durch. Okay, immerhin ist mein Beam durchgekommen. Und meine Ionenbombe macht jetzt schön Schaden hier.
Puh, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Die Beams muss ich im Auge behalten. Ah, jetzt haben sie sich wieder versteckt. Gut, kein Problem. Ah, jetzt haben sie sich wieder weggebeamt, die Schlinge. Na gut, besser für mich. Jetzt muss ich hier mal kurz warten, bis... Okay, das Feuer aus ist. Okay, immer noch kein Problem. Die Feuer sind an Stellen, wo es mich nicht sonderlich stört. Charlie kann blöderweise nicht wieder in die Engines zurück, aber er muss dorthin. Ah, wie mache ich das jetzt? Ich muss ihn mal kurz runterschicken. Türen zu, Sauerstoffverteilung. Ich habe vergessen, mein Beam durchzuziehen. So, okay. So, okay, wir haben es geschafft. Wir haben sie kaputt gemacht. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm. Leute? Das verstehe ich nicht. Da stand jetzt, dass das irgendwie nicht so gut war, weil wir hätten sie vielleicht, sie hätten uns vielleicht helfen können gegen die Rebellen. Hätten wir jetzt, hätten wir die nicht angreifen dürfen oder was? Verstehe ich nicht. Aber dann hätten die uns ja kaputt gemacht. Naja gut, okay, das war wohl nicht der richtige Weg, um diese Quest zu lösen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt einfach nur lange durchhalten müssen. Na toll. Okay, hier kommen irgendwie Rocks an Bord. Toll, super. Mann, das war natürlich nicht so schön. So, ich glaube, hier drin wird jetzt ein kleiner Kampf stattfinden. Hä, wo sind sie denn? Ich sehe gerade nicht, wo hier... Ach, hier oben brennt's. Ich schick mal Charlie lieber in die Krankenstation. Und mal... Ach so, ja, genau. Mann. Was? Ach so, die sind hier unten drin. Im Schildraum. Das ist natürlich unschön. Achso, und ich sollte vielleicht langsam mal hier ein paar Dinge setzen. So. Okay. Ja. Mahan. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es nicht funktioniert hat. So. Und muss es mal... Ah, nein, was mache ich denn hier? Ach, ich bin so doof. Ich habe jetzt alle Türen aufgemacht und jetzt... Okay. Nur die Türen hier oben auf und die Türen nach hier auf, um die Rocks auszudingsen. Okay. Gut. Jetzt haben sie mein Türensystem kaputt gemacht, das ist nicht so schön. Och man, jetzt läuft es irgendwie gar nicht mehr so. Okay, beam, schnell. Jawohl, sehr gut. Okay. Jetzt sind die weg, sind die, wo sind die jetzt? Hier oben sind die jetzt, die machen unser Sauerstoffsystem kaputt, super. Ich aktiviere mal meine System-Repair-Drohne. Die kann sich mal um die anderen Sachen hier kümmern. Während ich hier diese Kämpfe ausfechte und, oh Mann ey, die Rocks, die hauen mich echt platt hier oben. So. Nein, wir nehmen ihr Angebot nicht an, da gehen sie hin, okay. Gehe ich mal wieder in die Medbay und lass mich heilen und dann könnt die Rocks für mich jetzt das Sauerstoffsystem kaputt machen, denn meine Repair-Drohne wird sich darum kümmern, hoffentlich schnell genug, bevor ich hier drauf gehe. Ja genau, Droni kümmert sich prioritätsmäßig um das Sauerstoffsystem, das ist sehr gut und Charlie kann ja gleich mal mit helfen. Charlie und Ariel haben auf jeden Fall in dieser Episode und das Weltraumabenteuer sehr viel miteinander erlebt, ja. Sie haben Rocks gekämpft, sie haben zusammen repariert, sie haben Feuer zusammengelöscht, also fantastisch. Ja, ich finde es jetzt sehr enttäuschend, wie dieses Rock-Ding gelaufen ist. Wahrscheinlich hätte ich einfach wirklich warten müssen, einfach nichts machen müssen und irgendwie immer noch Feuer löschen oder was. Tja, leider habe ich sie kaputt gemacht. Ja, ich dachte, die sagen dann sowas wie, ja, pass auf, war doch nicht so eine gute Idee, vielleicht wollen wir doch wieder Freunde sein oder so. Aber dem war wohl nicht so. So. Schade. Naja, ach so, wir sollten jetzt mal unsere Scrap investieren in die neuen Schilde. Das habe ich ja total vergessen. Wir sammeln hier voll das Scrap ein und investieren gar nichts dafür. So. Und ein Shop wäre jetzt aber schön. Ich springe hier runter, in der Hoffnung, dass dann dort ein Shop irgendwie ist.
Weil ich mich gerne mal reparieren würde. Genau. Da ist aber kein Shop. Ich bringe mal hier hin, vielleicht ist da. Und. Hier ist irgendwie ein großer Gasgigant und da gibt's irgendwas deaktiviert ist und wir versuchen mal es in Scrap zu verwandeln. Ja toll, es ist ein Rockship. Super. Und zwar ein ziemlich fettes Rockship. Das bedeutet, Systemrepair-Drohne weg, normale Drohne hin, Ionenbombe auf ihre Schilde, so, Hall-Laser auf ihre Schilde und Beam auf Angriffssystem und Schilde und so weiter. Ja, mal gucken, wie das aussieht. Oh, die Ionenbombe braucht ja ganz schön lange zu laden und sie schießen eine Rakete ab, aber kein Problem. Boah, die haben einen Hall-Laser 3, nee, ein Burst-Laser Nummer, Klasse Nummer 3, das heißt, der schießt 5-mal. Das ist echt eine Menge. Glücklicherweise ist noch keiner durchgekommen. Und ihre Schilde sind deaktiviert. Das ist sehr gut. Das ist. Dann werde ich als nächstes mal mit meiner Ionenbombe ihr. Ach nee, das Verstecksystem, das Stealth-System brauche ich gar nicht deaktivieren. Dann nehme ich mal eine Ionenbombe auf ihre Waffensysteme. So, und was macht denn der Rock jetzt da? Meine Güte. Rocky. Rocky soll lieber boxen gehen. So. Okay, der Beam kommt jetzt auch mal rein. Sehr gut. Angebot ist nicht gut genug. Und doch, es war zu spät, aber meine Ionenbombe hätte ich eigentlich gerne doch nicht abgeschossen, denn denen geht's gar nicht so gut hier in ihrem Schiff. Und da hätte ich jetzt eine Rakete sparen können. Naja, egal. Das wird wahrscheinlich die Rakete gewesen sein, die ich am Ende dann noch gebraucht hätte, um zu gewinnen. So. Das lief auch ganz gut. Wir haben 3 Schilde. Wir bräuchten jetzt noch 180. Um auf den nächsten Schildstufendings zu kommen. Ah, da ist ein Store, sehr gut. Da ist ein Store, das heißt, wir können uns hier reparieren, das ist sehr schön. Und wir können vielleicht noch was verkaufen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas dabei habe, was sich lohnt zu verkaufen. Aber erstmal reparieren. Und wir haben hier einen Raketenwerfer. Achso, ja, das ist ja meine. Ich weiß nicht, ob ich den behalten soll, falls ich feststelle, dass meine Ionenbombe doch nicht so gut ist oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte auch überlegen. Mein Waffensystem ist schon auf Maximum. Ich bräuchte noch einen Energiebalken mehr, um noch den Pike Beam zu befeuern. Das wäre cool. Da muss ich später mal ausprobieren. Shop, Store. Ich kaufe mir mal mehr Drohnenparts, weiß nicht. Auf jeden Fall alles Fuel. Und jetzt habe ich noch 31 und dafür kaufe ich mir irgendwas anderes. Vielleicht doch Drohnenparts oder Raketen. Nee, ich glaube, ich nehme das lieber um mein System, weil ich habe eigentlich noch genug Zeug. Ich kaufe das, baue damit lieber mein System aus. Und was baue ich damit aus? Ja, das Schildsystem. Na, ich spare einfach mal das Geld und gucke mir mal an, wo es hingeht. Und wo es hingeht mit dieser Episode, das kann ich euch sagen. Und zwar zum Schluss. Aber dafür gibt's eine neue Episode. Nur einen Klick weiter. Bis dann.